Forest of Illusion 2. Ein rotes Bubblegum erwartet uns bei der Kartenansicht dieses Levels. Somit gibt es hier zwei Ausgänge. Ich weiß auch schon, was mich hinter dem zweiten erwartet. Ist es ein Unterwasserlevel? Fiel mir gerade auf. Darum sagte ich, oh, ich weiß, es hätte mir schon vorher auffallen können. Aber fiel mir erst in dem Moment auf. Mit dem Yoshi ist man leider höher als zwei Dings. Wie heißt es? Als zwei Blöcke. Man kommt hier zwar durch, aber irgendwie erwischt man doch noch das, was man nicht erwischen möchte. Glaube ich. Außerdem gab es vor einigen Tagen ein Nintendo Direct, wo wohl vieles zum kommenden Jahr 2017 gesagt wurde, unter anderem auch, was es so für den 3DS zu erwarten gibt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Toll, ne? Ich habe das in den letzten Monaten nicht sonderlich verfolgt, was so das die Nintendo Direct anging. Darum weiß ich jetzt auch so gar nicht. Irgendwas war Tolles, ne? Also für den 3DS gibt's was. Wird es was geben in 2017, 2018 und irgendwas davon hatte mich sogar interessiert. Auch wenn ich nicht viel, wie gesagt, gesehen habe, ich glaube, nur irgendwas gelesen. Ich glaube, Arne hatte mich darauf hingewiesen. Hatte mir geschrieben, was es so ganz grob zusammengefasst zu erwarten gibt. Und irgendwas davon hatte mich interessiert. Diese Mikrospiele, weil ich. Oh, das ist eine schlechte Idee. Naja, halbwegs gerettet. Diese Mikrospiele von Wario, ich weiß nicht, ob mich die interessieren werden. War es das? Irgendwas interessiert mich. Irgendwann gucke ich es mir an. Irgendwann werde ich feststellen, ob ich davon noch was Tolles haben werde oder nicht. Wie geht die Zeit aus? Na toll. Na toll. Jetzt geht noch drauf. So. Heute hole ich mir gleich den Secret hier. Hi Yoshi! Hier ist nämlich eine durchlässige Wand. Da gibt's einen Schlüssel, da gibt's ein Loch. Und wunderbar! Morgen hole ich mir was, was ich schon immer haben wollte. Nämlich blaue Klötzchen.